Wir begrüßen Sie auf dem Stand von SES ImagoTag, eine Firma mit einem immer weiteren Portfolio von Lösungen von Shopshelf zu Backend-Systeme. Alexander, Ihre Firma wird von Hardware-Provider zu Digital Solutions-Provider. Was steckt dahinter? Ja, erstmal vielen Dank. Wir freuen uns auch in diesem Jahr wieder auf der Euroshop zu sein. Hardware-Provider tatsächlich, wenn man sich die Vergangenheit anschaut, wo wir herkommen, tatsächlich aus dem klassischen Hardware-Geschäft, gehen wir immer mehr in die Richtung künstliche Intelligenz, Software-Themen, tatsächlich für den Händler ein gesamtes Ökosystem darstellen zu wollen. Und da ist für uns die Hardware tatsächlich nur der Enabler, das Frontend, um unsere Dienste anbieten zu können. Zu Thema Daten. Welche Rolle spielt das in eurer Entwicklung und welche Vorteile bringt das? Daten sind wichtig. Daten sind aber nicht nur wichtig für uns als Unternehmen, weil wir natürlich über unsere Lösung in der Lage sind, Daten zu sammeln und vor allen Dingen auch Daten an den Händler weiterzugeben. Und das ist genau der Kernpunkt. Die Daten sind nicht nur wichtig für uns, sondern wir sind tatsächlich derjenige, der mit unserer Dienstleistung die Daten dem Händler in aufbereiteter Form zur Verfügung stellt. Deswegen Data is key, ja, für uns als Unternehmen, aber vor allen Dingen für unsere Kunden. Und weiter zu Thema Sustainability, ein großes Thema hier auf der Messe. Wie geht Ihre Firma damit um? Das Thema Nachhaltigkeit, Sustainability ist natürlich wichtig und beschäftigt uns als Hardware-Provider natürlich auch. Wir sehen die klassischen ESLs, die heute mit Batterie in der Regel betrieben werden. Da geht die Entwicklung sehr stark voran, dass man tatsächlich auch alternative Technologien erarbeitet. Heute ist es so, dass unser Unternehmen das Thema Green ESL natürlich auf dem Radar hat. Wir beispielsweise heute keine ESLs mehr wegschmeißen. Wir sind in der Lage, die Batterien nach dem Lifecycle zu tauschen. Und jedes ESL wird von uns heute aufbereitet und wieder in den Verkehr gebracht. Welche Trends sehen Sie heute als wichtig und in die Zukunft? Welche werden bleiben? Wir glauben tatsächlich, dass das Thema Hardware weiter als Enabler, als Frontend bestehen bleibt. Wir glauben aber auch, dass das Thema Software as a Service und vor allen Dingen Value Added Service, das heißt eine ganzheitliche Lösung für den Händler bereitzustellen, extrem wichtig ist. Deswegen gehen wir mit dem Thema künstliche Intelligenz, Computer Vision, Bilderkennung, Sensorik tatsächlich den Weg nicht weg vom ESL, sondern gemeinsam mit dem ESL eine ganzheitliche Lösung bereitzustellen. Alexander Hahn, danke für Ihre Zeit heute. Sehr gerne, vielen Dank.